Wir Deutschen haben mit dem Holocaust das wahrscheinlich größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen, aber danach haben wir uns zu absoluten Gutmenschen gewandelt, deren größte Aufgabe und Ziel es ist, die Welt vor dem Klimawandel zu retten. Kaum ein Volk auf der Welt ist grüner als die Deutschen, kaum ein Volk ist sensitiver, wenn es darum geht, jegliche Diskriminierung zu vermeiden von anderen Kulturen. Etwa so dürften die Winnetou-Bücher jetzt nicht erscheinen, weil hier eine Fake-News-Geschichte über eben Indianer erzählt würde. Auch dieses Wort darf man ja nicht mehr sagen, das ist ja auch schon kolonialistisch. Jedenfalls ist man da sehr, sehr sensitiv und ist immer auf der Seite des Guten, versucht alles, um wirklich hier niemanden auf die Füße zu treten. Aber in der Praxis tun wir Deutschen das massiv, nur keiner spricht drüber, denn unsere Suche, unser Hunger nach Gas führte dazu, dass andere weniger Gas haben, dass es Unruhen in anderen Teilen der Welt gibt. Nur wird darüber erstaunlicherweise nicht gesprochen, denn wir wollen ja A, aus der Atomkraft aussteigen, wollen B, kein Gas mehr von Putin nehmen, wenn es irgendwie geht. Also kaufen wir Flüssiggas, kaufen wir Gas auf dem Weltmarkt zu allen Preisen. Das hat Kanzler Scholz ja auch ganz klar gesagt. Dementsprechend fallen natürlich die zurück, die eben diese Preise nicht bezahlen können, die wir noch wohlhabenden Europäer, vor allem wohlhabenden Deutschen, noch bezahlen können. Und die Konsequenzen sind herb und werden leider nicht thematisiert. Deswegen will ich das mal kurz tun. Hier sehen wir etwa, dass in Pakistan, in Lahore, Proteste ausgebrochen sind, gewalttätige Proteste, nachdem die Leute Stromrechnungen bekommen haben und oder insgesamt eben Rechnungen für alles, was mit Versorgern zu tun bekommen haben, und die sind massiv gestiegen, weil Pakistan praktisch kein Gas mehr bekommt, weil wir Europäer, vor allem wir Deutsche, dieses Flüssiggas wegkaufen. Pakistan hat keine Pipelines, andere Länder auch nicht, müssen also Flüssiggas importieren. Dieses Flüssiggas ist teuer, aber vor allem noch viel teurer geworden, seit vor allem Deutschland alles tut, um seine Gasspeicher für den Winter zu füllen. Wir wollen nicht frieren, und weil wir nicht frieren wollen, müssen andere die Zeche dafür bezahlen. Das ist Fakt. Und hier sehen wir, dass etwa nicht nur hier Proteste ausbrechen wegen diesen Rechnungen in Pakistan, sondern dass hier überhaupt schon massive Stromausfälle der Fall sind, dass Strom rationiert ist, dass also nicht mehr 24 Stunden am Tag Strom geliefert wird. Ähnliches sehen wir auch in Bangladesch. Auch Bangladesch verfügte nicht wirklich über Pipelines von Gas. Und wir sehen, dass gestern der Preis für Strom jetzt, auch das hängt ja miteinander zusammen, denn wir versuchen teilweise etwa Gas zu verbrennen, um Strom zu erzeugen. Dieser wird wiederum dann an die Franzosen geliefert. Jedenfalls sehen wir, dass wir in UK, in Frankreich, in Deutschland, Italien und auch in Nordeuropa neue Allzeithochs bei Strom hatten. Der Grund dafür ist, dass wahrscheinlich sehr wenig Wind wehen wird in nächster Zeit. Also die alternativen Energien nicht genug Stromproduktion ermöglichen. Und hier sehen wir mal, wer da besonders betroffen ist bei den Anstiegen der Strompreise etwa. Da sehen wir UK ganz oben, dann kommt die Eurozone, dann kommt die Japan und dann kommen die Amerikaner. Also alle spüren das, auch die Amerikaner spüren das. Das sind massiv gestiegene Preise, inflationär, verschärft natürlich diese ganze Inflationsthematik noch weiter. Und hier sehen wir mal die durchschnittlichen Preise year ahead, also das, was an den Börsen als Future gehandelt wird. Dann sehen wir Deutschland mit 600, fast 700 Euro die Megawattstunde. Alles, was dunkelblau ist, da sind die Preise besonders hoch, also es trifft fast ganz Europa, denn ganz Europa hat ja auch umgestellt vorwiegend auf alternative Energien, und wenn dann der Wind nicht weht und die Wasserkraft auch nicht viel leisten kann wegen der Dürre, dann haben wir sofort ein Problem. Die Gasspeicher sind jetzt in Deutschland zu über 80% gefüllt, knapp über 80% gefüllt. Wir könnten mit vollen Gasspeichern 2,5 Monate klarkommen, wenn kein Gas mehr geliefert würde, aber wahrscheinlich werden wir mehr oder weniger bald sowieso kein Gas mehr von Putin beziehen wollen. Auf der anderen Seite können wir aber wahrscheinlich immer wieder von anderen Lieferanten, derzeit vor allem Norwegen, Gas bekommen. Also wir werden durch diesen Winter kommen. Allerdings ist der Preis sehr, sehr hoch für uns selbst, denn wir sehen hier Gaspreis jetzt derzeit bei 272 Euro.
Wir waren im Juni noch bei 85, also das hat sich schon massiv verschärft, diese ganze Thematik. Und dieser Gaspreis, wie gesagt, oder diese Situation mit Gas, die sorgte nicht nur bei uns für hohe Kosten, sondern wir geben diese Kosten an andere Kulturen und Völker weiter, weil wir ihnen jetzt in massive Konkurrenz zu ihnen treten, sie ausstechen. Und ich möchte einfach nur, dass das mal im Bewusstsein ankommt, dass darüber berichtet wird und nicht einfach geschwiegen wird und nicht einfach gesagt wird, ja, Putin ist böse mit diesem Angriffskrieg auf die Ukraine. Klar, das ist absolutes No-Go, da hier Schultern zu zucken, keine Sanktionen zu verhängen, geht nach meiner Auffassung auch nicht. Da muss man etwas tun. Aber wie gesagt, wir schauen uns hier jetzt diese Energiethematik an und es ist vor allem eben diese ideologische Haltung, die sagt, Atomkraft ist böse, Atomkraft ist kein Allheilmittel, aber sie könnte uns eben helfen, gerade auch unabhängiger zu werden, gerade den Energiemix etwas zu verbessern. Jetzt haben wir die Situation, dass in den USA der Erdgaspreis gestern, nachdem er ein Hoch erreicht hat von über 10 Dollar, höchster Stand seit 2008, runtergekommen ist, weil Freeport diese Anlage wohl doch später erst wieder an den Start gehen wird. Und diese Freeport-Anlage war auch wichtig für den Export von Gas nach Europa. Da ist also deswegen der Preis in den USA gefallen, dürfte aber dann eben in Europa steigen, weil das heißt, es wird weniger, es kommt erst später wieder Gas aus dieser Anlage nach Europa. Andere Kulturen machen es anders als die Deutschen, während Habeck ja praktisch kürzlich ausgeschlossen hat, die Atomkraftwerke zu verlängern, gehen jetzt die Japaner einen anderen Weg, wie der japanische Ministerpräsident heute klar gemacht hat. Man wird neue Atomkraftwerke bauen, Next Generation Nuclear Power Plants. Diese nächste Generation wird schon weniger radioaktives Material hinterlassen. Das heißt, das ist eine Erleichterung bei dieser Entsorgungsproblematik, die natürlich wirklich ein echtes Thema ist. Jedenfalls wird man in Japan neue Atomkraftwerke bauen und die alten versuchen wieder zu reaktivieren. Eine totale Wende. Und wenn wir uns mal die Welt anschauen, dann sehen wir, China baut 20, Indien 8, Türkei 4, Russland 3, Südkorea 3, Bangladesch und so weiter und so fort. Also es gibt eher die Tendenz zum Ausbau von Atomkraftwerken. Wir Deutschen sind der Geisterfahrer, der sich über die anderen Geisterfahrer wundert. Und hier sehen wir mal die Nettostromerzeugung im Jahr 2021. Da ist der größte Batzen Wind, dann kommt Braunkohle und dann kommt schon die Atomkraft. Wir haben ja noch drei Atomkraftwerke, die wir verlängern könnten, und wir haben drei, die wir wieder in Betrieb nehmen könnten. Wie gesagt, all das ist kein Heilmittel, aber es würde helfen, in dieser Energiekrise wieder etwas mehr von einer Technologie zu haben, die nochmal weiterlaufen zu lassen, damit die Situation nicht weiter eskaliert, denn wir werden schwierige Situationen im Herbst erleben, wenn dann die Gasumlage kommt, wenn dann die Leute wirklich sehen, was das für sie finanziell konkret bedeutet. Jetzt kommen wir zu den Märkten. Meine Damen und Herren, und da gibt es eine Frage, und die heißt, was macht die Fed? Jackson Hole Rede steht ja an, Goldman Sachs sagte, ja, Paul wird das sagen, was er vorher schon gesagt hat, wir sind datenabhängig, wir werden wahrscheinlich nicht mehr in der Geschwindigkeit die Zinsen anheben, das waren ja riesige Zinsschritte, die wir jetzt gesehen haben, 0,75er Zinsschritte, das ist wirklich schon eine Menge Holz, und jetzt haben wir gesehen, dass die Wirtschaft der USA schwächelt, gestern der Einkaufsmanager-Index miserabel, vor allem Service, 44,1, also das riecht schon so ein bisschen nach Rezession. Auf der anderen Seite ist Paul in der Situation, dass die Rallye, die wir jetzt ja seit Ende Juni etwa gesehen hatten, die Financial Conditions wieder lockerer macht, also das Ziel der US-Notenbank konterkariert. Deswegen kann er nicht zu dovish sein, wird aber wahrscheinlich auch nicht zu hawkisch sein angesichts der Abkühlung der amerikanischen Wirtschaft. JP Morgan sagt, ja, die werden jetzt nochmal die Zinsen anheben, aber dann deutlich vorsichtiger werden. Also es ist ein Kampf der Meinungen derzeit. Morgan Stanley sagt, ja, die bleiben sehr, sehr hawkisch. Jetzt haben bei der letzten Sitzung immerhin 2 von 12 der stimmberechtigten Mitglieder wollten sogar eine 100 Basispunkte Anhebung, wie jetzt bekannt geworden ist. Einer
Nämlich Kansas City, Fettebolte wollte nur 50 Basispunkte. Also wir sehen, da ist einiges in der Mache. Möglicherweise muss Powell eben auch diese verschiedenen Strömungen innerhalb der Fed reflektieren. Jedenfalls sehen wir, dass nach den Daten gestern, den schwachen Einkaufsmanager-Indizes, die ich vorhin gezeigt hatte, die Zinserwartungen, die Zinsanhebungserwartungen erstmal zurückgekommen sind, gesunken sind, dann aber wieder gestiegen sind. Auch die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe dann wieder gestiegen. Und die Frage ist, ist diese Rallye jetzt endgültig vorbei? War das eine Bärenmarkt-Rallye? Wir haben 53% des Verlustes oder 53% aufgeholt des Verlustes, den diese Märkte erlitten haben in den USA. Da sehen wir, das ist schon eine kräftige Bärenmarkt-Rallye gewesen. Aber solange wir eben über den 200-Tages-Durchschnitt kommen, über das Hoch, das Verlaufshoch, was wir hier gesehen haben, nicht drüber kommen, ist es eben nach wie vor eine Bärenmarkt-Rallye. Wir sehen also jetzt schon eine Abschwächung der Wirtschaft. Hier sehen Sie mal eine Chronologie, was passiert, wenn eine Wirtschaft, vor allem die US-Wirtschaft, sich abschwächt. Der erste Bereich, der direkt die Folgen von steigenden Zinsen spürt, ist der US-Immobilienmarkt. Wir haben ja jetzt noch nicht so lange her überhaupt die Zinsanhebungen. Ich glaube, das erste Mal war im März, dass die Fed die Zinsen angehoben hat. Normalerweise dauert es, bis Zinsanhebungen wirken. Wir sehen jetzt auf jeden Fall am US-Hausmarkt schon massive Konsequenzen. Dann sehen wir, dass die New Orders der Firmen, also die Neuaufträge der Firmen, geringer werden. Das sehen wir etwa in Indikatoren wie New York Empire State, der Philadelphia Fed Index. Dann sehen wir, dass die Profite runterkommen, das sehen wir noch nicht. Also wir sind jetzt im Grunde bei dem O, noch nicht bei dem P. Und dann sehen wir das Employment, dass der Arbeitsmarkt betroffen ist. Der Arbeitsmarkt ist der späteste aller Sektoren. Wir haben meistens eine Arbeitslosigkeit, die sehr, sehr niedrig ist, bevor direkt dann eine Rezession einsetzt. Aber kommen wir nochmal zum Hausmarkt. Wir sehen jetzt, dass das Angebot an neuen Häusern so hoch ist wie seit der Finanzkrise. Nicht mehr wie die gestern sehr, sehr schwachen Verkäufe neuer Häuser in den USA gezeigt haben. Es gab nur mehr Angebot wirklich in der Hausblase 2008, 2009. Also, dass die Häuser nicht abverkauft werden konnten. Und 1980 und 81. Und die Fed hat ja gesagt, wir müssen die Inflation bekämpfen. Und der erste Kollateralschaden ist offenkundig der Immobilienmarkt in den USA, der ja auch extrem heiß gelaufen war in den Vorjahren. Hier sehen wir mal den Median Price, also den Medianpreis. Da sehen wir, wie stark das gestiegen ist. Wir waren vor der Corona-Krise, waren wir so bei 330.000, 340.000. Jetzt sind wir bei 440.000, 450.000 Dollar. Das ist ein massiver Sprung. Gleichzeitig sind die Construction Costs weiter gestiegen, also die Baukosten. Das ist ein ähnliches Thema, was wir hier in Deutschland haben. Explodierende Baukosten. Auf der anderen Seite jetzt nachlassende Nachfrage nach Immobilien wegen gestiegenen Zinskosten, weil die Banken mehr Sicherheiten verlangen. Das wird also eine spannende Geschichte. Und spannend auch, dass der Stocks Europe 600, also der Leitindex könnte man sagen für ganz Europa, jetzt so tief bewertet ist zum S&P 500 wie seit 2005 nicht mehr. Also Bewertungen bei den Amis nach wie vor extrem hoch. Wir sehen hier auch im MSCI World kratzte der US-Anteil an der 70% Marke. Allein Apple hat in einem beliebten Sparplan ETF wie dem iShares Core MSCI World mit 5,2% einen höheren Anteil als UK, Kanada, Frankreich oder die Schweiz. Das heißt, eine Aktie ist da stärker gewichtet als ganze Länder. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Ja, wir in Europa haben eine massive Krise derzeit, aber die Amerikaner sind einfach überbewertet und das dürfte jetzt mit dieser Rezession dann eben auch zum Ausdruck kommen. Italien, Spread zu Deutschland steigt, EZB hält mit TPI dagegen, erste Empfehlung. Wir sehen, dass die Renditedifferenzen, die Spreads wieder steigen. Wann wird die EZB agieren, die ohnehin jetzt in einer wirklich desperaten Situation ist, angesichts der massiv gestiegenen Energiepreise mit folgender Inflation. Auf der anderen Seite muss sie irgendwie die Inflationserwartungen in den Griff kriegen. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung ist, DAX setzte Talfahrt fort, aber eine Unterstützung nahe zieht vieles so danach aus, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen nach unten kommen. Dann dürften wir aber eine Erholung sehen in die Rede von Fed-Chef Paul am Freitag. Je tiefer wir fallen, desto egaler ist es, was Paul sagt, dann dürften die Aktienmärkte so oder so steigen. So meine These. Allerdings dürfte das keine lange Rallye werden, die wir dann sehen. Ich wünsche es erstmal das Allerbeste, empfehle diese beiden Artikel und sage Servus und Ciao.